Also, wir beginnen jetzt mit den quasi Do's and Don'ts für eine Essenseingabe. Das heißt, wenn ein Betroffener, eine Betroffene nicht mehr selbstständig essen kann. Zuerst einmal ist ganz wichtig, dass derjenige oder diejenige gut sitzt in dem Fall. Das heißt, die Position des Körpers muss eben ausreichend gut sein. Da beginnen wir mal unten bei den Beinen. Das heißt, die Beine bitte aufstellen, genau, dass eben einfach die Fußschaufel im rechten Winkel zum Unterschenkel ist, der Unterschenkel im rechten Winkel zum Oberschenkel. Dann sind einmal die Beine in einer richtigen Position und eben vor allem auch die Füße auf dem Boden. Dann kommen wir zum Oberkörper, das heißt, den richten wir ein wenig auf, man kommt ein wenig nach vor. Da kann man natürlich auch mit Bölstern hinten unterstützen, mit einer Decke, was auch immer, dass derjenige gut und aufrecht sitzen kann. Dann eben auch genau mit dem Gesäß eventuell ein wenig nach hinten rutschen und wie es jetzt auch schon gut passt, die Arme und die Hände eben entweder vorne auf den Tisch legen oder auch links und rechts seitlich des Körpers positionieren. Und was eben auch dann noch wichtig ist, die Kopfhaltung, die ist sehr wichtig, dass derjenige oder diejenige nicht irgendwie nach hinten geneigt ist oder der Kopf links oder rechts irgendwie ganz schief gelagert ist, sondern dass der in einer neutralen Position ist, so wie es jetzt ist, oder vielleicht sogar noch ein wenig nach vorgebeugt. Genau. Dann ist diese Grundlage mal geschaffen. Dann kommen wir eben zur direkten Essenseingabe. Das heißt, bei Demenzpatientinnen und Patienten ist es in der Regel sehr gut, wenn man eher kleines Besteck wählt und auch kleine Mengen auflädt. Das heißt, den Löffel eben nicht voll belädt, sondern eben nur zu zwei Drittel zum Beispiel. Und dann wirklich auch das ganze Essen und die Nahrung vor dem Betroffenen, vor der Betroffenen platziert, dass derjenige die Nahrung sieht, sich schon einmal ein bisschen darauf einstellen kann, das eventuell auch riecht. Und dann kann man eben wirklich langsam und auch schauen, ob die Person dann auch wirklich die Nahrung schon im Blick hat und den Fokus drauf hat, ganz langsam mal anfangen, demjenigen den Löffel anzureichen in dem Fall und dann einzugeben. Genau. Das Wichtige ist eben auch, genau zu beobachten, hat die Person wirklich hinuntergeschluckt. Das kann eben bei Demenzpatientinnen und Patienten sehr lange dauern. Das kann lange dauern, bis die das im Mund gut positioniert haben und auch wirklich hinuntergeschluckt haben. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass man da jeden einzelnen Schluck auch abwartet. Das kann man eben gut beobachten, man kann es auch hören. Oder man kann eben sogar ganz leicht die Finger da auf den Hals legen, wirklich nur ganz vorsichtig auf den Kehlkopf legen und spüren, ob jemand hinuntergeschluckt hat oder nicht. Genau. Dann kommt es natürlich auch dazu, dass die Konsistenz des Essens gut gewählt ist. Das heißt, dass derjenige oder diejenige mit in dem Fall einer pürierten Konsistenz auch gut zurechtkommt und einfach ausreichend sicher diese Konsistenz schlucken kann. Was bei Demenzpatientinnen und Patienten sehr oft der Fall ist, dass die den Bolus, also die Nahrung im Mund haben und dann aber trotzdem nicht hinunterschlucken, aus welchem Grund auch immer. Da gibt es einen Trick, der manchmal funktioniert, dass man einfach den leeren Löffel noch einmal nimmt und wirklich ohne irgendeine Nahrung drauf noch einmal in den Mund gibt und ruhig ein bisschen mit dem Löffel auf die Zunge hinaufdrückt, um noch einmal quasi diesen oralen Prozess in Gange zu setzen und dass dann die Person eventuell dann doch hinunterschluckt.